Ich glaube nicht, dass ich all das, was Sie gerade angekündigt haben, wirklich heute alles erzählen kann, aber ich will versuchen, ein paar von den Stichwörtern, die Frau Gallo gerade angesprochen hat, auch tatsächlich ein bisschen auszuführen. Wenn Sie möchten und zwischendrin Verständnisfragen haben, dann können Sie mich gerne unterbrechen, aber ich stehe Ihnen nachher beliebig lange auch noch zur Verfügung. Ich habe heute nichts mehr groß vor. Insofern, wenn Sie wirklich lange Fragen haben, sparen Sie sich die auf für nach dem Vortrag. Sie können mich dann beliebig lang löchern. Ein paar Sachen werden Sie vermutlich wiedererkennen, sofern Sie schon einige der anderen Vorträge gehört haben. Aber ich hoffe, die Überschneidungen sind nicht allzu groß. Den Menschen nach einem Maß zu bestimmen oder in irgendeiner Weise so zu gestalten, dass er vor allem den Herrschenden passt und in die Gesellschaft sich einfügt und einfach ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft sein kann, das ist kein Traum, der jetzt irgendwie erst seit diesem Jahr geträumt wird, sondern ist ein Thema, das schon beliebig lange in der geschriebenen Geschichte oder in geschriebenen Texten auftaucht. Ich habe für diesen Vortrag einfach mal drei aus dem 20. Jahrhundert herausgesucht, die zeigen, wie man möglicherweise sich vorstellen könnte, dass der Mensch so gestaltet wird, dass er sich eben nahtlos in eine Gesellschaft einfügt und dort ein kleines Rädchen im Gefüge darstellt. Den jüngsten Text, den ich rausgesucht habe, ist hier Ray Bradburys Fahrenheit 451, der es ja auch in die Kinos geschafft hat. Hier wird zwar der Mensch nicht wirklich gestaltet, aber er wird so zugerichtet, dass er sich eben gegen die Macht, die auf ihn ausgeübt wird, nicht wirklich mehr wehren kann. Die Zurichtung findet hier dadurch statt, dass man den Menschen schlicht und ergreifend das Lesen abgewöhnt und Bücher, wie der Titel dieses Buches ja auch schon zeigt, einfach verbrennt. Die Feuerwehr ist in diesem Buch nicht diejenige Instanz, die löscht, sondern verbrennt. Im Zweifel auch Menschen. Dass das natürlich auch an unselige Zeiten in unserem eigenen Land erinnern soll, ist, glaube ich, offensichtlich. Entscheidend für unser Thema ist aber, dass hier eben das Thema aufscheint, wie kann man Menschen eben so unter Kontrolle bringen, dass sie das tun, was man von ihnen möchte. Das ist Ihnen sicherlich auch allen bekannt. George Orwells 1984, erschien 1948, ist auch so ein Buch, in dem mit Hilfe von ziemlich grausamer, brutaler und zuweilen dann auch tödlicher Macht die Menschen in einer Gesellschaft eben so zugerichtet werden, dass sie sich nicht wehren können und dass sie eben den Herrschenden zu Willen sind. Die häufig nicht so im Fokus stehende Dystopie des 20. Jahrhunderts ist Brave New World oder Schöne neue Welt, und daher habe ich auch meinen Titel abgeleitet, von Aldous Huxley, 1932 erschienen, und das ist so ein bisschen auch der Hintergrund meines Vortrages heute. Aldous Huxley schildert nämlich in seiner Dystopie keine Gesellschaft, wo die Menschen mit brutaler Macht geknechtet werden, sondern eine Gesellschaft, in der die Menschen gar nicht anders können, als glücklich zu sein, weil sie nämlich so gestaltet worden sind, dass sie in diese Gesellschaft hineinpassen und sich in das Leben einfinden und einfach wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind. Wir kommen da nachher nochmal drauf zu sprechen. Das soll so ein bisschen die Folie sein, vor dem ich Ihnen heute ein bisschen was über die Gestaltung, die Selbstgestaltung des Menschen erzählen möchte. Ganz kurz aber ein paar Bemerkungen dazu, was schon auch mit den Stichwörtern Industrie 4.0, Arbeit 4.0 genannt worden ist. Wir haben im Moment eine Entwicklung, oder wir können eine Entwicklung beobachten, indem wir drei Herausforderungen oder Entwicklungen beobachten können, die unser Leben weit, weit tiefgehend verändern werden. Wir haben da das kleine knubbelige Auto dort, das ist das Google Car, das fährt selbstständig, da braucht man nicht mehr lenken. Wir werden also in Zukunft irgendwann, man prognostiziert so 2025, nicht mehr selbst Auto fahren, das werden die Autos für uns selbst erledigen. Das Deutschen liebstes Kind wird dann eben nicht mehr so sportlich gefahren, sondern so, wie der Verkehr es gerade zulässt. Und Unfälle werden nicht mehr stattfinden.
Das wird sicherlich für viele erstmal unmittelbar eine Veränderung mit sich bringen, aber es ist eben auch der Hinweis, dass ganz, ganz viele Aufgaben, von denen wir bisher meinten, dass sie selbstverständlich von uns zu erledigen sind, dass sie eben plötzlich von Maschinen erledigt werden und wir müssen damit irgendwie umgehen, uns daran anpassen. Genauso dieses Bild hier unten, das soll ein Service-Roboter sein, den man heute schon in Kliniken zum Beispiel dazu benutzt, um Essen oder Getränke oder Ähnliches auszuliefern. Also wir ersetzen zunehmend in Bereichen, wo wir auch lange Zeit dachten, dass es nicht möglich sei, wir ersetzen menschliche Arbeitskraft durch Maschinen und müssen auch dort damit umgehen können, müssen damit leben können, dass zum Beispiel eben nicht der Pfleger oder die Pflegerin ins Zimmer hineinkommt und das Essen bringt und dabei vielleicht auch ein nettes Wort mit einem wechselt, sondern wir müssen damit rechnen, dass wir schon aus Kostengründen irgendwann von einer solchen vielleicht etwas schöner gestalteten Maschine bedient werden, die aber im Wesentlichen eine ziemlich knarzende Stimme haben wird und vermutlich auch keinen besonders guten Smalltalk leisten wird. Das sind Herausforderungen, über die ich heute nicht sprechen werde. Mein Thema ist der dritte große Kreis, nämlich die Selbstgestaltung des Menschen mit Hilfe von Technik und anderen Möglichkeiten. Also die Idee, dass wenn wir eben in einer sehr schnell sich wandelnden Welt leben, in einer sich sehr schnell wandelnden Gesellschaft, die eben durch Technik massiv verändert wird, dass wir dann vielleicht, um mithalten zu können, dazu greifen sollten, uns selbst zu gestalten. Ich benutze heute nicht das Wort, das häufig in diesem Kontext benutzt wird, nämlich Enhancement oder Verbesserung im Deutschen, sondern Selbstgestaltung bzw. einfach Gestaltung, weil dieses Verbessern immer mal irgendwie andeutet, da geht es irgendwie schneller, höher, weiter. Darum soll es nicht gehen, sondern eben eher um die Idee, dass wir vielleicht den Wunsch verspüren, in einer Welt, die immer neue Herausforderungen an uns stellt, eben uns selbst zu gestalten, um eben zum Beispiel mithalten zu können. Und da will ich Ihnen nachher ein bisschen darüber erzählen, was da so alles derzeit in der Diskussion ist und auch schon möglich ist. All diese Veränderungen werden unser Selbstverständnis sowie vor allem unser Verhältnis zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen, zu unserer Umwelt und zu unseren Artefakten, die uns umgeben, verändern. Denn dieses Auto wird letztendlich bestimmen, wie es fährt, wie schnell, welche Strecke und vieles andere mehr. Die Service-Roboter werden letztendlich bestimmen, wann das Essen kommt und wir werden damit in irgendeiner Weise umgehen müssen. Das sind aber nur wenige Beispiele. Dass das nichts Neues ist, dass solche Herausforderungen nicht neu sind, das kann man vielleicht mit solchen Bildern hier verdeutlichen, wenn sie kommen, ja, da ist es. Wir haben schon mal einen radikalen Umbruch erlebt, na, wir nicht persönlich, aber die westlichen Gesellschaften und dann irgendwann alle Gesellschaften auf diesem Planeten, nämlich Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Industrialisierung, in dem sich alles verändert hat. Es hat sich ja nicht nur einfach verändert, dass plötzlich eine Dampfmaschine dazu genutzt werden konnte, die Körperkraft des Menschen oder von Tieren zu ersetzen, sondern es haben sich die Produktionsweisen verändert, es haben sich die Eigentumsverhältnisse verändert, es haben sich die Machtverhältnisse geändert, es haben sich die Verhältnisse des Zusammenlebens von Menschen von Grund auf geändert und in vielen Fällen auf eine Art und Weise, die, wenn man die entsprechenden Geschichten, Zeitzeugenberichte und ähnliche liest, auf eine Art und Weise, die alles andere als angenehm ist. Auch das hat sich in populären Medien niedergeschlagen. Nur zwei Beispiele. Kennt der eine oder die andere von Ihnen Charlie Chaplins Moderne Zeiten, 1936 gedreht, Modern Times im Original, in dem eben aufgezeigt wird, wie ein immer sehr humorvoll die Situation neben der Mensch, aber trotzdem verschlungen wird regelrecht von der Maschine und eben gezwungen ist, letztendlich ein Anhängsel der Maschine zu sein und seine eigene Autonomie verliert und in gewisser Weise aufhört, ein selbstständiger Mensch zu sein, sondern irgendwann einfach nur noch das Teil in der Fabrik ist, das eben noch nicht durch Zahnräder, Stangen oder Motoren ersetzt werden kann. Noch düsterer ist diese filmische Dystopie Metropolis von 1927 von Fritz Lang gedreht in Deutschland, in dem die Menschen tatsächlich dann nur noch Anhängsel einer gigantischen, alles verschlingenden Maschine sind und dort eben am Schluss auch
versucht wird, sich dagegen zu wehren. Aber entscheidend ist, hier wird sehr deutlich gemacht, dass die Industrialisierung eben zur Veränderung des Lebens aller Menschen, die davon betroffen sind, geführt hat und eben sie dabei eine Umwälzung ihres Lebens erleben mussten, die schwer zu nachvollziehen ist, weil sie auch in extrem kurzer Zeit stattgefunden hat. Das hat bis in die 60er, 70er, 80er Jahre in Westdeutschland zum Beispiel zu der Diskussion geführt, die man unter dem Titel Humanisierung der Arbeit zum Beispiel geführt hat, mit dem Ziel, also nicht in dieser Weise, wie das eben Charlie Chaplin in diesem Film erlebt oder die Menschen in Metropolis, die Industrialisierung zu gestalten, sondern eben auf eine humane Arbeit, wo eben die Menschen in irgendeiner Weise nicht nur Anhängsel der Maschinen sind, sondern dass eben die Produktionsverhältnisse so gestaltet werden, dass man davon reden kann, dass die Arbeit erfüllend ist und dass sie eben dann doch nicht den Menschen einfach regelrecht verschlingt. Nichtsdestotrotz, wenn Sie heute eben zum Beispiel in eine große Fabrik gucken, in der Bandarbeit durchgeführt wird, dann sehen Sie auch dort Menschen, die im Wesentlichen noch das vollziehen, was eben Maschinen noch nicht können oder was noch zu teuer ist, durch Maschinen durchzuführen. Aber sie sind eben im Wesentlichen nicht dort als Menschen, als ganze Menschen, sondern als diejenigen, die bestimmte Prozesse in Gang setzen, bestimmte Steuerung vornehmen und Ähnliches. Nochmal, wichtig ist, dass was uns da auf uns zukommt, sind grundstürzende Veränderungen und sie werden sehr, sehr tiefgreifend sein. Wenn man das aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachtet, dann werden Sie immer solche vier Buchstaben sehen und das ist nicht irgendwie ein Kosename für eine Frau, sondern es sind Ethical, Legal and Social Impacts von Technik oder auf Deutsch ethische, rechtliche und soziale Auswirkungen der Technik. Man versucht heutzutage im Vorfeld herauszufinden, was denn möglicherweise die Auswirkungen von Technik sein könnten, um dann vielleicht Maßnahmen zu ergreifen, um das vielleicht abzufedern. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man das tut, gelingt das nicht immer und das Ergebnis wird eben sein, dass wir bei der Arbeit ganz neue Situationen vorfinden werden. Sie sehen hier eine menschenleere Halle, in dem eine Person eben im Wesentlichen mit Hilfe eines Tablet-PCs alle Prozesse steuern und kontrollieren kann. Wir werden also erleben, dass ganz viele Arbeitsplätze verloren gehen und vermutlich nicht so viele in derselben Zahl wieder entstehen werden. Das wird eine große Herausforderung sein, die mithin auch dazu führt, dass der Druck, darauf hatten Sie ja hingewiesen bei Ihren einleitenden Worten, auf diejenigen, die arbeiten, eben zunehmen wird. Und sie diese Menschen dann vielleicht versucht sein werden, etwas dagegen zu tun, damit sie diesem Druck standhalten können und eben dann versuchen, sich selbst zu gestalten, sich vielleicht eben an diese Verhältnisse anzupassen. Das mit dem Auto habe ich gerade schon gesagt. Wir werden in einer Welt leben, in der uns Maschinen umgeben und die Dinge tun, die wir bisher immer selbst gemacht haben. Und wir werden uns das gefallen lassen und gefallen lassen müssen, aus Sicherheitserwägungen, aus Kostengründen, aus vielem anderen. Das scheint jetzt für manche von Ihnen sehr weit weg zu sein. Für viele wird das aber mit Sicherheit Realität werden, nämlich dass auch in Bereichen, wo wir bisher der Meinung waren, das müssen Menschen durchführen, hier müssen Menschen involviert sein, nämlich wenn es zum Beispiel um die Pflege von alten und hochbetagten Menschen geht, da müssen Menschen anwesend sein. Das wird aber in Zukunft sehr fraglich sein, ob das dann tatsächlich der Fall sein wird. Denn Sie alle kennen diese Zeitungsartikel, wo darüber berichtet wird, dass das Gesundheitswesen nicht mehr finanzierbar ist, dass die Kosten des Gesundheits- und Pflegesystems durch die Decke gehen. Und ein Vorschlag ist, das eben dadurch zu in den Griff zu bekommen, dass man eben Maschinen nutzt, um Pflegedienste durchzuführen und eben Menschen einsparen kann. Und auf diese Weise dann eben Kosten einsparen kann. Sodass eben nicht mehr die nette Dame kommt oder der nette junge Bufti, heißen sie glaube ich heutzutage, um den Blutdruck zu messen und vielleicht ein kleines Schwätzchen zu halten, sondern das macht dann hier der kleine Roboter oder der gar nicht so kleine Roboter. Und ja, da geht sicherlich einiges verloren. Die Beispiele, die ich Ihnen bringen könnte in diesem Umfeld, sind viele, sie sind Legion und ich habe jetzt nur die Zivilen genannt.
Man könnte natürlich auch auf viele andere Dinge hinweisen, das will ich heute nicht tun, beziehungsweise es kommt an einer Stelle doch nochmal zu Trage. Konzentrieren wir uns aber auf das Thema, für das ich eigentlich hier bin, nämlich die Frage, wie können wir als Menschen uns selbst gestalten, um vielleicht all diesen Herausforderungen, die ich Ihnen jetzt nur ganz kurz, skizziert habe, ihnen besser begegnen zu können. Was wird da so vorgeschlagen, was wird da erforscht, was gibt es womöglich schon? Und Sie sehen hier ein Bild eines Menschen, der irgendwie ziemlich viel im Kopf hat, nämlich Technik. Ich sage auch gleich, was es damit auf sich hat. Wir haben nämlich im Wesentlichen drei Bereiche, in denen wir uns selbst gestalten können. Und entschuldigen Sie die englischen Titel, das sind nur einfach die Fachausdrücke in der einschlägigen Diskussion. Prosthetic Enhancement, sehen Sie, glaube ich, vom Bild her, heißt einfach, wir könnten ja mal anfangen, unseren eigenen Körper so zu gestalten, dass wir vielleicht den einen Arm oder das eine Bein ersetzen durch Prothesen. Nun macht das nun zunächst mal niemand freiwillig, weil bisher sind diese Prothesen noch nicht wirklich so gut wie die Glieder, die ein Mensch von Natur aus mitbringt, wenn ein Mensch solche mitbringt. Aber natürlich können Sie sich vorstellen, dass für Menschen, die zum Beispiel einen Arm verloren haben oder ein Bein verloren haben, sei es durch einen Unfall, sei es durch Krankheit, sei es von Geburt an, die Glieder nicht haben, so etwas sehr interessant sein könnte. Aber in dem Augenblick, in dem sich erweisen könnte, dass diese Prothesen weitaus leistungsfähiger sind als die Glieder, die sie von Natur aus mitbekommen haben, könnte die eine oder andere Person vielleicht versucht sein, sich zu sagen, das wäre doch ein guter Deal, wenn ich mir hier einen computerisierten, mechanisierten, vielleicht viel kräftigeren, viel sensibleren Arm anschrauben lasse, mit dem ich leistungsfähiger bin und im Beruf vielleicht besser zurechtkomme. Erster Bereich. Dieses Ersetzen von gesunden Gliedern, das passiert derzeit noch nicht, aber es wird daran geforscht und zwar ganz massiv. Sie sehen hier eine Hand, die tatsächlich für Menschen da ist, die eine Hand verloren haben, die fast so gut ist wie eine normale menschliche Hand, die erstens fast so gut greifen kann wie eine menschliche Hand und auch schon Rückmeldung geben kann. Also wenn Sie etwas anfassen, spürt die Person, die diese Hand trägt, was sie anfasst. Dann hatte Frau Gallo darauf hingewiesen, dass man ja vielleicht eine Tablette einwerfen könnte, wenn man dem Berufsdruck, dem Druck im Leben nicht mehr standhalten kann. Und auch hier wird ganz massiv geforscht. Unter dem Stichwort Pharmaceutical Enhancement oder pharmazeutische Gestaltung. Das fängt an bei Pillen, die eher für die männlichen Zuhörer sind. Das fängt an inzwischen auch bei Pillen, die auch für Frauen sind, um zum Beispiel das sexuelle Verlangen zu erhöhen. Das geht aber eben auch los dort, wo es darum geht, eben zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit, die Merkfähigkeit, den Wachheitsgrad und die Konzentrationsfähigkeit zu verstärken. Beliebt sind da zum Beispiel Modafinil oder Ritalin, eigentlich ein Mittel, das für Leute da ist, die an Aufmerksamkeitsstörungen leiden. Aber bei normalen, also gesunden Menschen soll es angeblich eben die kognitive Leistungsfähigkeit erhöhen. Das gibt es und ich habe schon mehrfach Abschlussarbeiten betreut, wo Studierende einfach mal untersucht haben, in welchem Umfang das denn schon benutzt wird. Die Zahlen sind nicht so dramatisch. Manchmal haben Sie vielleicht in den Zeitungen gelesen, dass schon 30% aller Studierenden entsprechende Medikamente nehmen würden. Das hat sich da in diesen Studien nie bewahrheitet, aber so im niedrigen zweistelligen Bereich bewegt sich das tatsächlich schon, weil eben auch Studierende häufig das Gefühl haben, dass sie mit dem Leistungsdruck im Studium, mit dem Druck nebenbei Geld zu verdienen und vielleicht sich noch anderweitig zu betätigen, eben nicht mehr zurechtkommen. Das sind aber alles Möglichkeiten, wo es darum geht, sozusagen eine Art von Reparaturbetrieb zu betreiben, also etwas zu gestalten oder zu verbessern, was schon da ist. Genetic Enhancement oder genetische Gestaltung läuft darauf hinaus, an den Anfang zu gehen und die Menschen zu gestalten, bevor sie überhaupt diesen Planeten betreten, also bevor sie überhaupt auf die Welt kommen, also zum Beispiel in die Keimbahn einzugreifen, das
die genetische Information eines des werdenden Lebens zu beeinflussen, um Kinder beispielsweise dann zu zeugen, die beispielsweise nicht an einer Pollenallergie leiden, die beispielsweise mindestens 1,80 Meter groß werden, die vielleicht auch musisch sind und ähnliches. Also Menschen zu zeugen, die besser sind, sagen wir es mal so. All diese drei Möglichkeiten werden außerdem noch diskutiert, dahingehend, dass man sie dann dazu nutzen kann, sehr gezielt Eingriffe in unseren Geist vorzunehmen, also auf unser Bewusstsein, auf unser Erleben, auf unsere, ja, auf unser Ich, auf unseren Charakter Zugriff zu nehmen und diesen zu verändern. Das wird erstens mal diskutiert in Bezug darauf, dass man Krankheiten heilen möchte. Man möchte zum Beispiel viele der Krankheiten, die mit der Degeneration des Gehirns einhergehen, Alzheimer wäre so etwas, demenzielle Veränderungen wären sowas, Parkinson wäre so etwas, da möchte man ran und man möchte mit Hilfe von Technik zumindest die Symptome dieser Krankheiten mildern. Ein Beispiel, und das ist dieses Bild, das Sie hier immer gesehen haben, ist, dass man in den Schädel, in das Gehirn Elektroden versenkt, mit denen man bestimmte Regionen des Gehirns elektrisch stimulieren kann. Und bei Parkinson-Patienten hat das zur Folge, dass der Tremor schwächer wird. Verschwindet nicht vollständig, außerdem müssen die Patientinnen und Patienten weiterhin auch noch Medikamente nehmen, aber sie müssen erstens weniger Medikamente nehmen und der Tremor lässt eben teilweise erheblich nach, bis zu, bei manchen Patientinnen und Patienten verschwindet er, zumindest temporär. Das sind natürlich Perspektiven, die für Menschen, die an solchen Krankheiten leiden oder auch für die Angehörigen, die solche Menschen betreuen, sehr schön klingen. Das Problem dabei ist aber, dass sich erwiesen hat bei Studien an Patientinnen und Patienten, mit denen man das gemacht hat, dass man viel mehr damit tun kann mit diesen Elektroden. Denn manche dieser Patientinnen und Patienten erleben eine Entfremdung von sich selbst. Sie erkennen sich selbst nicht wieder, sie haben das Gefühl, nicht mehr sie selbst zu sein. Außerdem kann man zum Beispiel, das sind eigentlich zunächst Nebenwirkungen, inzwischen kann man das aber relativ gut gezielt herstellen, man kann die Libido steigern oder vermindern, man kann das Aggressivitätspotenzial steigern oder mindern. Man kann also sehr tief in unseren Geist eingreifen, was sicherlich unser Selbstverständnis beeinflusst. Man kann natürlich auch mit pharmazeutischen Mitteln, das habe ich ja schon angedeutet, sehr stark unseren Geist verändern. Und man kann auch Prothesen in unser Gehirn einbauen. Ich werde nachher auch nochmal Bilder zeigen, wo man entsprechendes sieht. Also mit dem Gedanken, dass man das Gehirn, unser zentrales Nervensystem, an Maschinen ankoppeln kann, dass man sogenannte Brain-Computer-Interfaces oder Gehirn-Computer-Schnittstellen baut, mit denen wir dann in der Lage sind, direkt zum Beispiel ein solches Gerät hier, wie so ein Laptop hier, zu steuern. Auch das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen seltsam. Warum sollte man das tun? Nun stellen Sie sich vor, Sie sind Tetraplegikerin, also vom Hals ab gelähmt. Und sie können praktisch nichts mehr in dieser Welt auslösen, weil sie ja eben ihre Arme und ihre Beine nicht mehr bewegen können. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie hätten so eine Gehirn-Computerschnittstelle und könnten damit zum Beispiel Ihren Rollstuhl steuern oder Dinge in der Umgebung, zum Beispiel das Licht in Ihrem Haus oder andere Geräte ein- und ausschalten, einfach dadurch, dass Sie dran denken. Das gibt es, da wird massiv dran geforscht und es ist zu rechnen, dass das auch in Bälde wirklich auch im Alltag eingesetzt werden kann, was für viele Menschen natürlich eine enorme Erleichterung sein könnte, was aber dann die Frage stellt, was ist denn eigentlich dieser Mensch, den Sie da vor sich haben? Ist das eben sowas wie ein Hybrid, ein Mischwesen aus Technik und dem vorherigen Menschen oder ist es immer noch derselbe Mensch? Nun kann man fragen, ist denn das alles so brandneu? Und leider muss man feststellen, dass es alles gar nicht so neu ist, denn die Herkünfte dieser Forschung sind zum Teil ja auch nicht unbedingt, besonders schön. Wenn man sich die Prothesenforschung anschaut, dann hat sie ihre erste Hochzeit erlebt während und nach dem Ersten Weltkrieg. Sie sehen hier Soldaten, ich glaube es sind österreichische Soldaten,
alle schwer verwundet, Krüppel, wie man sie damals nannte, oder Kriegsversehrte. Hier also alle haben mindestens ein Bein verloren. Und in dieser Zeit hat man eben massiv angefangen an der Entwicklung von Prothesen mit dem Ziel, Sie können es hier lesen, die Menschen wieder als produktive Arbeitskräfte ins Arbeitsleben zurückzuführen. Sie sollen sich natürlich nicht nur auf ihre Kriegsversehrtenrente ausruhen. 1915 geschrieben. Und Sie finden aus dieser Zeit, wenn man so ein bisschen Archivstudien betreibt, unglaublich gruselige Texte, kann man vielleicht sagen, weil einfach der Tenor in den meisten der Texte so ist, dass es eben darum geht, hier die Menschen wieder so zu gestalten, man könnte auch böse sagen, so zuzurichten, dass sie eben wieder ein produktives Mitglied der Gesellschaft sind. Dass die natürlich durch die Hölle gegangen sind, ist dabei irgendwie nicht wirklich ein Thema. Also vor 100 Jahren fängt das richtig massiv an und auch heute wird die Prothesenforschung, also zum Beispiel diese Hand hier, wie Sie sie sehen, und andere ganz massiv in den Ländern betrieben, die jedes Jahr auch nach wie vor ihre Kriegsversehrten haben, eben zum Beispiel durch Sprengfallen, Soldaten, die durch Sprengfallen ihre Arme oder Beine verloren haben, sind nach wie vor Zielgruppen für solche Forschung, weil man natürlich denen das Leben auch erträglicher machen möchte und den Verlust in irgendeiner Weise kompensieren möchte. Der zweite Bereich, nämlich die pharmazeutische Gestaltung, hat auch was mit dem Krieg zu tun, wobei das beliebig weit nach vorne zu kommen ist. Die Fahrer der Tour de France um 1900 herum haben sich mit Alkohol gedopt. Im Zweiten Weltkrieg hat man das geschluckt. Sie sehen hier ein Zitat, das ist ein Zufallsfund aus der Taz. Aus 2011, der Dienst ist stramm, ihr müsst verstehen, wenn ich späterhin euch nur alle 2 bis 4 Tage schreibe, heute schreibe ich hauptsächlich um Pervitin, euer Hein, und Sie sehen, Hein ist Heinrich Böll und Pervitin war im Zweiten Weltkrieg ein Medikament, das den Soldaten verabreicht worden ist, damit sie länger wach sind, damit sie die Strapazen des Krieges besser durchstehen und vor allem die psychische Belastung besser wegstecken können. Und Sie sehen die Namen, die damals dafür die Runde machten, Panzerschokolade, Stuckertabletten oder Hermann Göring-Pillen. Heute kaufen Sie das auf dem Schwarzmarkt unter den Namen Meth, Crystal oder einfach Speed. Und auch dieses Medikament wird heute auch bei Soldaten eingesetzt. Es ist zwar schwierig zu finden, man kann kaum verlässliche Quellen finden, aber es geht zumindest die Rede, dass die amerikanischen Flugzeugträgerpiloten, also die, die von Flugzeugträgern starten und landen, weil das eine unglaubliche nervliche Belastung ist, auch Methylamphetamin schlucken, um das einfach, und zwar offiziell schlucken, um das besser wegstecken zu können. Einfach um hier den Körper, vor allem den Geist stärker zu fokussieren, leistungsfähiger zu machen, die Konzentration zu erhöhen, denn genau das ist die Wirkung von Methylamphetamin. Sie sehen auch hier ganz direkt zu Beginn des Krieges auch wieder ein bisschen Archivforschung betrieben, Pervitin als leistungssteigerndes Mittel. Es wurde also systematisch erforscht, es ist also nichts Neues unter der Sonne, könnte man sagen. Und wir waren ja schon bei der schönen neuen Welt, also der genetischen Gestaltung des Menschen. Hier ein Zitat relativ früh im Buch. Diejenigen von Ihnen, die das Buch kennen, werden es vielleicht wiedererkennen. Das ist die deutsche Übersetzung von 1932, im selben Jahr erschienen wie das englische Original. Ich will es gar nicht vorlesen, wo eben in einer Führung durch eine Zuchtstation berichtet wird, wie eben die Menschen gestaltet werden, damit sie eben den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen. Sie sind eben keine Individuen mehr, sondern sie sind Massenprodukte, die man eben gezielt so herstellt, dass sie in der Produktion funktionieren, dass sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden. Zu jedem Zweck stellt man den Menschen her, den man herstellen möchte und den man gerade braucht. Das ist natürlich eine Form von Zurichtung, die im Moment auf jeden Fall noch Science Fiction ist, also noch eigentlich eine negative Zukunftsperspektive darstellt, eine Dystopie. Aber im Grundsatz wäre denkbar, dass so etwas erreichbar ist. Nun kann man fragen, wieso ist denn das alles so schlimm? Nun, manches können Sie sich, glaube ich, selbst denken, aber es ist noch mehr
Es sind nicht nur diese Horrorvision von Gestaltungen, vielleicht auch gegen unseren Willen, die Zurichtung für Zwecke, die nicht unsere eigenen sind, sondern die Möglichkeit, dass wir uns selbst gestalten, am Körper und am Geist, stellt ein tief in der westlichen Kultur verankertes Prinzip oder eine Überzeugung in Frage. Sie sehen hier René Descartes, von dem Sie vielleicht wissen, dass er einer derjenigen ist, die meinten, dass es zwei Substanzen gibt, nämlich die sogenannten Res Extensa, das können Sie grob übersetzen mit die groben Körper, die wir sind. Und es gibt die Res Cogitans, den Geist, also das, was uns vielleicht ausmacht, die Seele, den Geist, den Charakter, wie immer Sie das ausdrücken möchten. Da gibt es zwar eine Wechselwirkung dazwischen, aber ansonsten sind die grundlegend verschieden. Gläubige Menschen sind der Meinung vor allem, dass der Geist unsterblich ist und irgendwie unseren physischen Tod überlebt. Und selbst wenn sie eine Umfrage durchführen würden unter nichtgläubigen Menschen, also Leute, die von sich selbst sagen, dass sie nicht an Religion interessiert sind oder in irgendein übernatürliches, allmächtiges Lebewesen glauben würden, werden sie feststellen, dass ganz viele ihnen sagen werden, irgendwas von mir bleibt übrig, wenn ich ins Grab steige. Da ist was, was nicht nur diese grobe Materie ist, sondern was mehr ist, was unsterblich ist, was den Tod überstehen wird. All diese Möglichkeiten, die ich Ihnen hier aber skizziert habe, deuten darauf hin, dass da nichts ist. Denn wir können ja sehr gezielt mit unserer Technik, also mit dieser groben Materie, können wir unseren Geist beeinflussen. Wir können ihn gestalten, so wie ihn wir gestalten wollen. Das verschwindet einfach und es bleiben über eben die Körper. Und damit könnte man sagen, dass wir nicht viel mehr sind als einmal aufgezogene Uhrwerke, die, wenn sie abgelaufen sind, in den Mülleimer geworfen werden können. Na, ganz so grob gehen wir nicht mit uns um, aber doch im Prinzip, dass dann, wenn wir physisch verschwinden, dass wir dann auch wirklich verschwunden sind und es nichts mehr von uns gibt. All darauf deutet eben hin, wenn wir den Geist sehr gezielt beeinflussen können mit Technik, mit Medikamenten, mit Prothesen, dann scheint da nichts extra zu sein, sondern es scheint eben nur das Gehirn da zu sein mit all den komplizierten Prozessen, die da drin ablaufen und die wir eben teilweise schon gestalten können. Nun, wie wird das unser Selbstverständnis und unser Selbstverhältnis denn dann im Konkreten verändern? Wenn wir also in der Lage sind, was wir vielleicht im Detail heute noch nicht sind, aber was durchaus am Horizont auch scheint, wenn wir in der Lage sind, Charaktereigenschaften zu verändern, wenn wir in der Lage sind, körperliche Defekte zu reparieren beziehungsweise körperliche Gegebenheiten womöglich auch noch zu steigern, zu verbessern, wenn wir in der Lage sind, unsere Kinder so zu gestalten, wie wir das gerne möchten. Nun, wir müssen uns zum Beispiel über Behinderung unterhalten. Sie sehen hier einen kleinen Kegel mit einem Cochlea-Implantat. Dieser kleine Kegel ist ohne Gehör zur Welt gekommen. Dem fehlt der gesamte mechanische Innenohrbereich, aber das kleine Kind hat Hörnerven. Mit einem Cochlea-Implantat kann man diesem Kind das Hören beibringen. Es kann hören, technisch. Vielleicht haben Sie schon Leute gesehen, die so ein Ding hier unter den Haaren tragen. Das klingt erstmal ganz toll. Es gibt aber eine relativ ausführliche Debatte darüber, ob das eigentlich moralisch angezeigt ist. Es gibt zum Beispiel Gehörlosengruppen, die vehement sich dagegen wenden, dass so mit ihnen umgegangen wird, weil sie sagen, ich bin nicht behindert, mir fehlt nichts, euch fehlt vielleicht was, mir nicht. Und mein Kind, wenn es so auf die Welt kommt, dem fehlt auch nichts. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Eltern ein gehörloses Kind auf die Welt bringen und sagen, das ist doch in Ordnung, da gibt es doch Möglichkeiten, Taubstummsprache und all diese Dinge, da wird nichts fehlen. Ich kann mir gut vorstellen, wie groß der Druck von außen ist, zu sagen, nee, aber da gibt es doch die Technik. Es wird doch ein viel wertvolleres Mitglied der Gesellschaft. Was kann dieses Kind alles nicht erleben? Musik zum Beispiel und all den Lärm um uns herum. Wie gehen wir damit um?
wenn wir es reparieren können? Steht da nicht im Raum, dass wir es reparieren müssen? Wäre eine Frage zu stellen. Es gibt sogar, man könnte diese Debatte sogar so weit öffnen, dass man sagt oder dass man darauf hinweist, dass es Leute, dass es Taubstumme gibt, die möchten, dass ihre Kinder taubstumm auf die Welt kommen, weil sie sagen, wir leben in einer eigenen Kultur. Das Taubstummsein ist eine eigene Lebensform und Kultur, die erhaltenswert ist, die genauso viel wert ist wie die Welt der Hörenden, und meine Kinder sollen in dieser Kultur aufwachsen. Wir müssen uns also Gedanken darüber machen, ob wir die Möglichkeiten, die da sind, beziehungsweise sich am Horizont andeuten, ob wir die nutzen möchten. Wir werden uns auch über unsere ästhetischen Maßstäbe Gedanken machen müssen. Ich habe bewusst dieses definitiv provokante Bild gewählt von Amy Mullins, oder Mullins, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Sie ist Fotomodell und sie ist außerdem beidbeinig von Geburt an amputiert. Nicht amputiert, sie ist so auf die Welt gekommen, ohne Unterschenkel und Füße. Sie ist Fotomodell, sie ist Leistungssportlerin und sie geht sehr offensiv mit dem Tragen ihrer Prothesen um, was hier offensichtlich auch sichtbar wird. Und wir müssen uns schon fragen, wie gehen wir eben damit um, wenn Dinge reparierbar sind und die Menschen, die repariert sind, dann nicht sich verstecken wollen, sondern so wie sie eben sind, in der Öffentlichkeit auftreten. Werden wir dann abgestoßen sein? Werden wir fasziniert sein? Werden wir womöglich angezogen sein? Was sind also unsere ästhetischen Maßstäbe? Darüber sollten wir uns Gedanken machen. Ist das ein anderer Mensch oder ist es einfach nur ein Mensch, der ein bisschen, naja, andere Beine hat als die anderen, aber das haben wir alle, wenn wir so genau unter unsere Socken gucken und unsere Hosenbeine, dann sehen die alle ein bisschen anders aus. Ist das was Besonderes? Sind das besondere Leute oder sollten wir damit umgehen, wie wir eben mit allen anderen auch umgehen? Also wie reagieren wir darauf? Und wenn Sie dann dieses Bild vielleicht noch kennen aus den Zeitungen, das ist Markus Rehm, der es immerhin geschafft hat, mit seiner einseitigen Prothese die Qualifikation für die Europameisterschaften Leichtathletik-Weitsprung zu schaffen. Er springt mindestens so weit wie alle anderen deutschen Springer. Der Deutsche Leichtathletikbund hat ihn nicht zugelassen. Mit dem Hinweis, wir können nicht beurteilen, ob das nicht ein unfairer Vorteil ist. Wir haben also plötzlich die Situation, wo Menschen, die umgestaltet worden sind, in diesem Fall, ich glaube, er hat sein Bein durch einen Unfall verloren, natürlich nicht freiwillig, aber die eben gestaltet worden sind, damit sie eben ein Leben so möglichst so normal führen können, wie wir das auch gewohnt sind, plötzlich werden sie zur Konkurrenz. Sie werden womöglich besser. Wenn Sie sich noch erinnern, er hat ja ein trauriges Schicksal genommen, Oscar Pistorius, der in Brasilien bei der Weltmeisterschaft, angetreten ist, bei den Normalsprintern mit seinen beiden Prothesen, der ist beidseitig amputiert. Da war immer im Raum, das ist ein unfairer Vorteil, die sind nämlich besser, diese Prothesen, als normale Beine. Ist das nicht nur eine Art von unfairen Doping? Wir haben also plötzlich die Situation, wo technische Gestaltung, technischer Ersatz plötzlich zu einem Vorteil wird und wir damit in irgendeiner Weise umgehen müssen, weil wir, die Normalen, plötzlich die Schwächeren sind, die nicht so schnell, die nicht so weit springen können, die vielleicht nicht so schnell denken können. Und dann nochmal dieses Bild hier, auch wieder ein Schädel mit ganz viel Technik drin. Wie gehen wir damit um, wenn es, wohlgemerkt, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber wenn doch so am Horizont steht, dass wir morgens, wenn wir aufstehen, zum Computer laufen können und dann sagen können, ach, heute möchte ich mal der Introvertierte sein, morgen mache ich das wieder mehr mit diesem aggressiv-extrovertierten. Ich stelle jetzt einfach mal einen Schalter um und verändere meinen Charakter. Ich möchte heute mal ein bisschen was anderes erleben als sonst. Oder ich habe ein Bewerbungsgespräch, da muss ich irgendwie sehr selbstbewusst auftreten, sehr vielleicht auch ein bisschen aggressiv. Na, das kann ich doch jetzt ein bisschen mit einem kleinen Schalter umstellen. Wie gesagt, das steht noch relativ weit weg von uns. Aber man kann eben feststellen, dass wir gewisse Eigenschaften unseres Verhaltens, gewisse Charaktereigenschaften inzwischen recht gezielt ansteuern und verändern können. Und dann steht eben auch im Raum, dass man das demnächst eben nicht nur tut, um Krankheiten erträglicher zu machen oder die Symptome zu unterdrücken, sondern eben um gezielt anders zu sein.
Und zuletzt der Punkt, habe ich jetzt bisher noch gar nicht angesprochen, vielleicht haben Sie in den letzten Wochen, Monaten, ja, sind ungefähr seit 2 Jahren, ist es in den Zeitungen auch, von CRISPR-Cas9 gelesen. Was das ist, muss uns gar nicht so im Detail interessieren. Es ist nur wichtig, dass es eine sehr einfache, sehr effektive und extrem sichere Variante mit garantierten Erfolgen ist, das Genom des Menschen oder anderer Tiere und Pflanzen zu verändern. Es gibt jetzt bereits Diskussionen darüber, dass man diese, und zwar gerade von denjenigen, die diese Forschung betreiben, dass sie sagen, wir sollten vielleicht so eine Art von Moratorium erlassen, um erstmal Atem zu holen, durchzuatmen und uns zu fragen, wollen wir das eigentlich? Weil sie können bereits in entsprechenden Texten, in Zeitschriften, Fachzeitschriften, zum Beispiel für Bioethik lesen, naja, man könnte sich folgende Anwendung schon vorstellen, dass man beispielsweise, wenn es um Tiere geht, kleine Hunde mit Flügeln basteln könnte. Die haben dann Flügel, die funktionieren natürlich nicht, aber sie hätten dann so kleine Lederlappen da dran, weil man eben womöglich das Fledermausgen für Flügel in einen Hund einpflanzen kann oder vielleicht noch besser in eine Eidechse, dann haben sie einen kleinen Drachen. Das wird ernsthaft diskutiert, dass das möglich sein wird. Dass wir also uns zutiefst selbst umgestalten können und damit eben wir dann alle auch nicht mehr vielleicht zur selben Gattung gehören, sondern eben die einen so und die anderen so. Wenn Sie das interessiert und mal einfach mal modernere Visionen solcher Möglichkeiten lesen wollen, John Wallace ist ein amerikanischer Science-Fiction-Autor, schreibt utopische Romane, die sind auch alle ins Deutsche übersetzt, der baut ein Universum oder ein Kosmos auf, in dem es genau das möglich ist und zeigt eben auf, wie tiefgreifend das unsere Gesellschaft verändern würde, wenn wir eben in der Lage wären, uns zum Beispiel heute einfach mal einen Pelz auf den Rücken implantieren zu lassen, weil wir eben die Abstoßungsreaktion vollständig im Griff haben und also unseren Körper sehr, sehr gezielt verändern können. Dass das jetzt nicht nur einfach sozusagen Horrorvisionen sind, die keinerlei praktische Bedeutung haben, soll dieses hier deutlich machen. Sie sehen hier Julian Savulescu, zumindest in Großbritannien tätiger Bioethiker und schreibt, Sie sehen hier die Texte, die alle nur auf Englisch erschienen sind, schreibt ganz viele Texte, mit anderen zum Teil zusammen, indem er davon spricht, dass es zum Beispiel eine moralische Verpflichtung gäbe, Kinder zu erzeugen mit den besten Chancen auf auf das beste Leben. Und wenn er sagt, Kinder erzeugen, meint er nicht den natürlichen Weg, sondern er meint, dass es eine moralische Verpflichtung gibt, unsere Kinder so genetisch zu verändern, dass sie die besten Chancen auf das bestmögliche Leben haben. Und dann sind wir tatsächlich bei Aldous Huxley und Schöne neue Welt, denn dort sollten die Menschen ja auch glücklich sein. Oder hier unten der moralische Imperativ, die Forschung an CRISPR-Cas9 fortzusetzen, um eben menschliche Embryonen gezielt zu verändern, um eben zum Beispiel Krankheiten zu verhindern, aber auch zum Beispiel dafür zu sorgen, dass sie eben nicht so klein sind wie ich oder schönere Augen haben oder eine geradere Nase oder was sonst so an Schönheitsidealen vorliegt. Auch da wird gesagt, wir sind es unseren Kindern schuldig, nicht nur, dass es eine Möglichkeit ist, sondern dass wir es ihnen schuldig sind, gezielt auf ihr genetisches Make-up, wie man manchmal sagt, Zugriff zu nehmen, damit sie eben ein glückliches, zufriedenes Leben führen können, leistungsfähig sind, musisch sind, schön sind und was weiß ich der Dinge mehr. Das stellt natürlich, und dann komme ich auch langsam zum Schluss, das stellt natürlich die Frage, sollen wir denn uns wechselseitig ein Recht zu solch einer Selbstgestaltung gewähren? Da würden wir vielleicht sagen, ja, da können wir noch mitmachen, wenn das jemand möchte, mich nicht dabei schädigt, was soll's, warum soll ich mich da einmischen? Aber wenn man eben, gehen wir da nochmal zurück, wenn man dann eben sowas hier liest, dann kann man natürlich auch fragen, gibt es womöglich eine Pflicht, uns selbst zu gestalten, um eben ein leistungsfähiges
Mitglied der Gesellschaft zu sein? Gibt es zum Beispiel die Pflicht dazu, dafür zu sorgen, dass man beispielsweise keine Pollenallergie hat, weil das den Krankenkassen doch erhebliche Kosten sparen könnte? Oder gibt es eine Pflicht dazu, zum Beispiel eine wesentlich höhere bestimmte Substanzen besser vertragen zu können, die, was weiß ich, in der chemischen Industrie genutzt werden, die eigentlich eher gesundheitsgefährdend sind? Wäre es nicht toll, wenn man irgendwie dafür sorgen könnte, dass die, die da arbeiten, davon nicht betroffen sind? Oder wäre es nicht toll, wenn man als Wissenschaftler wie ich einfach ein Buch einmal liest und es nie wieder vergisst? Ja, das wäre toll. Super wäre das und ich würde es sofort kaufen. Aber die Frage, die sich dann natürlich daran stellt, ist, wer trägt dann eigentlich die Verantwortung dafür, wenn es schief geht? Aber das ist eine andere Diskussion. Und man kann natürlich fragen, wenn es zum Beispiel eine Pflicht gibt zur Selbstgestaltung, dann kann man fragen, aus ästhetischen Gründen, wir haben ja bestimmte Erwartungen an unsere Mitmenschen, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise aussehen und auf eine andere Art und Weise eben nicht aussehen. Reicht das schon, ästhetische Argumente anzuführen, um hier Menschen zu verändern? Sollten es gesundheitliche sein? Da wird das ganz massiv diskutiert nach dem Motto, wenn es uns gelingen könnte, das deutsche Gesundheitswesen, in das immerhin 300 Milliarden Euro pro Jahr gepumpt werden. 300 Milliarden Euro. Ich würde nur, ich weiß gar nicht, wie viel Promille ich davon nur haben möchte, wie viele Bruchteile. Könnte man, wenn man hier eben durch entsprechende Eingriffe der Selbstgestaltung Kosten sparen könnte, wäre das nicht toll? Wäre das nicht im Sinne des Gemeinwohls? Sollte man das nicht mit mehr oder minder sanftem Druck durchführen? Oder eben ökonomische, das berührt sich da auch. Ökonomische eben im Arbeitsleben, aber eben auch in Bezug auf das Gesundheitswesen. Und dann kann man natürlich fragen, wie weit das Recht oder eben auch die Pflicht der Selbstgestaltung geht. Darf man alles? Sollte der Gesetzgeber hier bestimmte Limits setzen oder sollte das der einzelnen Person überlassen bleiben, sofern sie es nur an sich selbst vollzieht? Oder sollten wir eben andere Standards haben, wenn es beispielsweise um das ungeborene Leben geht? All das sind Diskussionen, die zu führen sein werden und die unser Selbstverhältnis und unser Verhältnis zu unserem Mitmenschen massiv verändern wird. Angefangen habe ich hier mit diesen drei Utopien oder Dystopien, müsste man eigentlich sagen, denn es sind ja negative Zukunftsentwürfe, die eigentlich nicht lebenswert erscheinen. Sie sind immer noch lesenswert, weil man eben durchaus sozusagen die Möglichkeiten, wie sich Gesellschaften entwickeln könnten, wenn bestimmte technische, zum Beispiel technische Möglichkeiten vorliegen, wozu die eben führen können, wie sich dann eine Gesellschaft zu ihrem Nachteil verändert. Stärker wissenschaftlich diskutiert wird das auch, und zwar seit geraumer Zeit. Sie sehen hier zum Beispiel das Buch von Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik, wo Habermas, das Buch ist 2001 erschienen, lange bevor die neuen Gentechnikmöglichkeiten überhaupt am Horizont erschienen waren, wo er darauf hinweist, es mag ja sein, dass es in einer Gesellschaft wie unserer, die auf persönlicher Freiheit und Autonomie aufbaut, zunächst so aussieht, als ob wir jeder einzelnen Person das Recht zubilligen sollten, sich selbst zu verändern oder auch die eigenen Nachkommen. Aber dabei bleibt es ja nicht, denn dadurch wird zum Beispiel ein normativer Druck auf all diejenigen ausgeübt, die das nicht tun. Denken Sie nur an die Debatte um Abtreibung von Kindern, die vermutlich mit Down-Syndrom auf die Welt kommen. Die heutzutage kaum noch auf die Welt kommen, weil sie während der vorgeburtlichen Untersuchung einfach durch entsprechende Tests identifiziert werden und dann in der Regel abgetrieben werden. Das hat gesellschaftliche Auswirkungen. Das ist eben nicht nur eine individuelle Entscheidung. Das wird eine Gesellschaft verändern. Zum Guten, zum Schlechten, das weiß ich nicht, aber es wird sie auf jeden Fall verändern. Habermas ist also jemand, der sagt, wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, um es vielleicht mal grob zusammenzufassen, so etwas zuzulassen. Wir sollten potenziell eigentlich eher darauf verzichten und dem sehr, sehr enge Zügel anlegen, allenfalls eben im Bereich der Krankheitsvermeidung und selbst dort sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Sie haben aber auch eine ganz andere Diskussion, hier leider nur auf Englisch, Nicholas Ager, Liberal Organics in Defense of Human Enhancement,
bricht ein Stab dafür, dass es jeder Person, jeder und jedem frei, selbst überlassen sein sollte, sich selbst zu gestalten, weil das eben zur Autonomie einer Person gehören würde. Und es ein unzulässiger Eingriff in diese Autonomie wäre, solche Möglichkeiten zu verbieten oder auch nur zu beschränken. Also zwei deutlich auseinanderliegende Positionen. Hier, also bei Eger, soll es der einzelne Mensch sein, der selbst entscheidet. Bei Habermas eher die Tendenz, das muss gesellschaftlich ausgehandelt werden und gegebenenfalls dann eben von staatlichen Institutionen reguliert werden. Man kann also abschließend die Frage stellen, was macht denn einen Menschen aus? Bis wohin darf man ihn eben gestalten, damit er noch Mensch ist oder bleibt oder wird? Und man kann noch die Frage stellen, wer hat die Macht, das festzulegen? Wie eben gerade angedeutet, Habermas meint, es solle eben eher der Staat sein oder zumindest die Gesellschaft. Eger und viele andere sind eher der Meinung, es sollte uns überlassen bleiben. Das ist letztendlich das Fragenspektrum, das in diesem Umfeld zu stellen ist. Und Sie werden mir vielleicht verzeihen, wenn ich einmal in meinem Leben bei so einem Anlass Selbstwerbung mache. Mein Kollege Thomas Zuglauer und ich haben im November ist das Buch erschienen, das in relativ dünner Fassung einfach mal versucht zu diskutieren. Er hat vor allem die moralischen Fragen untersucht und ich eher so die Fragen, was denn heutzutage möglich ist. Da vorne liegt auch irgendwo ein Ansichtsexemplar. Das erlauben Sie vielleicht diese Selbstwerbung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.